Ich weiß, eure Handflächen schwitzen, euer Herz klopft schneller und euer Verstand ist voller Zahlen, Daten und Fakten. Klar, es ist Prüfungszeit. Für alle angehenden Großhandelskaufleute da draußen, die vor ihrer mündlichen Prüfung stehen, habe ich eine besondere Überraschung. Dieses Video ist vollgepackt mit Tipps, Tricks und Insider-Informationen, um euch auf den großen Tag vorzubereiten. Schauen wir uns hier zuerst mal den Aufbau der mündlichen Prüfung an. Die mündliche Prüfung im großen Außenhandel, oft auch als das fallbezogene Fachgespräch bekannt, ist ein Bereich, den ihr auf keinen Fall unterschätzen solltet, da es einen erheblichen Einfluss auf eure Abschlussnote hat. Tatsächlich macht es 20% eurer Gesamtnote aus. Um dir die Vorbereitung so einfach wie möglich zu machen, werden wir uns heute die zwei gängigsten Prüfungsformate genauer ansehen, die es in diesem Ausbildungsberuf gibt. Denn je besser du weißt, was auf dich zukommt, desto besser kannst du dich auch vorbereiten. Es gibt zwei verschiedene Formate, zwischen denen ihr wählen könnt. Einerseits gibt es die Report-Variante, andererseits die klassische Variante, bei der ihr eine praxisbezogene Aufgabe vom Prüfungsausschuss vorgelegt bekommt. Fangen wir erstmal mit der klassischen Variante an. An eurem Prüfungstag präsentiert euch der Prüfungsausschuss zwei verschiedene Fachaufgaben aus zwei verschiedenen Bereichen. Ihr habt die Freiheit, eine der beiden Aufgabenstellungen auszuwählen. Nehmt euch Zeit, lest beide Aufgaben sorgfältig durch und entscheidet euch dann für eine. Dann habt ihr etwa 15 Minuten Zeit in einem Vorbereitungsraum, um Notizen zu machen und euch mental auf die Prüfung einzustimmen. Nach dieser Vorbereitungsphase habt ihr dann maximal 30 Minuten Zeit, eure ausgewählte Prüfungsaufgabe vorzutragen. Aber seid vorsichtig, während eures Vortrags könnten Fragen aufkommen, zum Beispiel zu den Fachbegriffen, die ihr verwendet habt. Ein kleiner Hinweis am Rande, versucht locker zu bleiben. Aber lasst euch nicht täuschen, eine gute Vorbereitung auf die mündliche Prüfung ist unerlässlich. Solltet ihr während der Befragung eine Frage nicht verstehen, dann traut euch ruhig noch einmal nachzufragen. Falls ihr euch doch für die zweite Variante entscheidet, also die Report-Variante, gehen wir jetzt auch noch einmal ein paar wichtige Punkte dazu durch. In eurem Ausbildungsbetrieb werdet ihr zwei verschiedene praxisbezogene Aufgaben zugewiesen bekommen, an denen ihr arbeiten müsst. Es ist wichtig, dass ihr diese Aufgaben sorgfältig und gründlich bearbeitet, denn sie bilden die Grundlage für das, was als nächstes kommt. Für jede Aufgabe, die ihr bearbeitet, müsst ihr einen dreiseitigen Report erstellen. Dieser dient als Nachweis eurer Arbeit und Material für die nächste Phase der Prüfung. Denkt also daran, den Report so detailliert und informativ wie möglich zu gestalten. An eurem Prüfungstag legt ihr beide Reports dem Prüfungsausschuss vor. Sie werden dann einen von beiden auswählen und daraus ein Fachgespräch entwickeln. Hierbei könnt ihr Fragen zu eurer Herangehensweise, aber auch zu anderen fachbezogenen Themen erwarten. Und jetzt der wichtigste Teil. Bei dieser Prüfungsvariante wird das Fachgespräch mit dem Prüfungsausschuss bewertet, nicht die Bearbeitung der Fachaufgaben oder die Reports selbst. Also konzentriert euch auf eure mündlichen Fähigkeiten, euer Wissen und eure Fähigkeit, eure Herangehensweise zu erklären. Wir wissen jetzt, was in der mündlichen Prüfung auf dich zukommen kann. Aber wie genau läuft der Tag eigentlich ab? Dazu schauen wir uns am besten mal einen Prüfungstag genau an. Nach dem erfolgreichen Bestreiten der zweiten schriftlichen Prüfung erhältst du nach ein paar Wochen einen Brief der IHK mit dem Datum, einer Uhrzeit und der Anschrift bzw. dem Raum, in dem deine mündliche Prüfung stattfinden wird. Hier noch ein kleiner Tipp. Speichere dir am besten dieses Datum und die Uhrzeit in deinem Kalender ab, damit du den Termin nicht aus den Augen verlierst. Solltest du an diesem Tag verhindert oder krank sein, dann denke daran, dir dementsprechend einen Attest oder eine berechtigte Entschuldigung ausstellen zu lassen. Gehen wir jetzt aber davon aus, dass du fit und gesund bist. Am Prüfungstag wirst du ein Gebäude der IHK betreten und du siehst an einem der Bildschirme deine Prüflingsnummer sowie deinen Namen und den dazugehörigen Raum. Auch hier ein kleiner Hinweis, achte darauf, ob die Zimmernummer auch mit der auf deinem Brief übereinstimmt. Manchmal kann es aufgrund von organisatorischen Änderungen einen Raumwechsel geben. Du solltest am besten schauen, dass du ca. 15 bis 20 Minuten vorher im Warteraum bist. Einerseits willst du natürlich nicht zu spät eintreffen und damit einen negativen Eindruck hinterlassen und andererseits kann es auch mal vorkommen, dass der vorherige Prüfling beispielsweise ausgefallen ist und die Prüfer dich dann gegebenenfalls vorziehen. Sobald du dann im Warteraum bist und deine Zeit gekommen ist, wird ein Prüfer dich hereinbitten. Hier solltest du unbedingt darauf achten, nicht nur den Prüfer zu begrüßen, der dich in den Raum bittet, sondern beim Eintreten ebenfalls einen kurzen Augenkontakt zu den anderen Prüfern aufzubauen und diesen ebenfalls kurz zu begrüßen. Nach der Begrüßung wirst du gebeten, dich an den Platz in der Mitte des Raumes zu setzen. Hier ist es nun von Prüfer zu Prüfer etwas unterschiedlich, aber in der Regel wirst du darum gebeten, dein Handy auszuschalten und dies kurz zu zeigen. Es erfolgt ebenfalls eine kurze Ausweiskontrolle und gegebenenfalls wird auch dein Berichtsheft eingefordert. Hier solltest du dich einfach an den Anweisungen des Prüfers orientieren.
Auch hier vielleicht noch ein kurzer Tipp. Es kann mal vorkommen, dass bis zu 5 Prüfer in einem Raum sitzen. Allerdings wird hauptsächlich nur ein Prüfer mit dir reden. Zum Schluss werden die anderen Prüfer ein paar Rückfragen stellen. Allerdings solltest du dich da nicht aus der Ruhe bringen lassen. Solltest du mal eine Frage nicht verstehen oder nicht richtig nachvollziehen können, dann kannst du jederzeit darum bitten, diese Frage noch einmal wiederholen zu lassen. Nachdem jetzt alle Modalitäten geklärt sind, bekommst du 2 Bögen vorgelegt. Hierbei handelt es sich um 2 praxisbezogene Aufgaben, von denen du dir eine aussuchen darfst. Anschließend bekommst du 15 Minuten Zeit, um dich darauf vorzubereiten. Und auch hier wieder ein Tipp, du hast die Möglichkeit, dir zu der Aufgabe Notizen zu machen. Bedenke aber, dich kurz zu halten. Diese Notizen sollen nur dazu dienen, dir Stichpunkte zu machen, um diese dann später aufgreifen zu können. Das Blatt selbst wird nicht gewertet. Verliere also nicht zu viel Zeit mit langen Texten und halte es bei Stichpunkten. Der Prüfer gibt dir ein paar Minuten vorher einen kurzen Hinweis, bevor die Zeit abgelaufen ist. Falls du dich nicht unter Druck setzen willst, kannst du auch eine Uhr verwenden, um die Zeit im Blick zu halten. Nachdem die Zeit abgelaufen ist, wird der Prüfer dich bitten, den Stift hinzulegen und mit der Befragung starten. In dem mündlichen Fachgespräch wirst du dann ca. 30 Minuten lang zu den ausgewählten Themengebieten ausgefragt. Nachdem jetzt alle Fragen gestellt wurden und die Zeit abgelaufen ist, werden dich die Prüfer für eine Weile darum bitten, den Raum zu verlassen, um sich zu besprechen. Dies dauert in der Regel bis zu 5 Minuten. Das Schöne an der mündlichen Prüfung ist, dass du direkt am Anschluss erfährst, ob du bestanden hast oder nicht. Falls du bestanden hast, bekommst du eine Bestätigung ausgehändigt, welche du in deinem Betrieb vorlegen kannst. Wir hoffen, wir konnten dir heute einen besseren Einblick in die mündliche Prüfung geben und deine Prüfungsangst etwas lindern. Solltest du dich gerade in der Prüfungsvorbereitung befinden, dann schau dir am besten auch unseren Online-Testtrainer für die Kaufleute im Großhandel an. Dort bekommst du zusätzlich zu unseren Videos auch zahlreiche Aufgaben und Themen zur Wiederholung und Festigung deiner Fertigkeiten. Danke dir fürs Zuschauen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass uns gerne einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal, um keine Prüfungstipps mehr zu verpassen. Ciao!